Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Endlich! Mein Gott, ich warte seit der E3 auf dieses Spiel und es sollte eigentlich im November erscheinen. Es ist dann, also die amerikanische Version kam, aber die deutsche, die wurde dann um einen Monat verschoben. Ich hatte es zu der Zeit nämlich vorbestellt, was heute zu Problemen geführt hat tatsächlich, denn ich hatte die Chance, einen verfrühten Key. Ich glaube, wir spielen jetzt zwei Tage vor Release spielen wir jetzt. Dafür Dankeschön nochmal an die Carmen von Sony, Dankeschön. Und weil ich es vorbestellt hatte, gab es halt Probleme mit dem Zugang und ach, sie hat mir da aber geholfen. Deswegen gibt es heute eine Folge auf dem Kanal. Ich freue mich wirklich sehr und jetzt kommt's, ne? Wir spielen es mit dem Handy. Das ist so ungewohnt. Es ist wirklich so ungewohnt. Ich bin gespannt. Es können bis zu 6 Leute mitspielen und ja. Signature Move. Ja, der Erik im Moment so viel zu tun hat, ne? Forever Alone werde ich natürlich immer ja, voll alleine spielen halt, ne? Und ich werde das Ding aber schon irgendwie... es gibt Quicktime-Events. Ihr seht, fortfahren, weil ich hatte schon versucht aufzunehmen. Es hat aber ein bisschen geruckelt, weil ich tatsächlich eine Notlösung mit einer internen Capture-Card gerade nutze, weil meine USB-3-Ports ja alle kaputt sind. Das muss ich erstmal schaffen. Und deswegen waren die Einstellungen gerade absolut nicht so, wie ich sie eigentlich haben wollte, aber danach lief es viel flüssiger. Hier und da könnte es zu Mikrorucklern kommen, aber die sind echt zu verkraften. Die bemerkt man auch eigentlich gar nicht. So, ich werde ab und zu die Kamera ausmachen und dann wieder anmachen. Ich werde aber grundsätzlich mit Kamera spielen. Ich glaube, das ist sich bei solchen Spielen, wird sich das immer gewünscht. Und hier gehe ich jetzt einfach mal auf neue Spiele. Ich bin voll aufgeregt. Also ich habe den Anfang schon gesehen, aber ich habe relativ schnell halt wieder ausgemacht. Tut mir leid, dass ich am Anfang so viel rede. Kamera aus und neues Spiel. Neues Spiel. Ja. Yeah. Und wir spielen natürlich den Story-Modus, denn Wettkampf-Modus... nee, vielleicht irgendwann mal, aber ich möchte auf jeden Fall ein entspanntes Filmerlebnis erleben. Der Story-Modus bietet ein entspanntes Spiel. Löst das Verbrechen gemeinsam und spielt die Handlung so, wie ihr mögt. Und los geht's. Alleine. Ganz alleine. Bist du bereit? Natürlich.
Alles easy. Wie im Lehrbuch. Wie ist der Plan? Stimmt für eine Entscheidung, indem ihr euren Zeiger in das Feld bewegt. Okay. Da bin ich kurz wieder. Habe ich Zeit? Habe ich Zeit? Ich glaube, ich habe Zeit. Ganz kurz, dieses Spiel ist von Supermassive Games. Der ein oder andere kennt es vielleicht. Die haben sowas wie Until Dawn gemacht. Und eventuell wird es dann noch einen Until Dawn-Nachfolger geben, den wir auch spielen werden im Januar. Und ich spiele immer sehr vorsichtig. Ich weiß nicht, wie sich das noch entwickelt, aber jetzt bin ich auf jeden Fall erstmal vorsichtig. Wir sehen uns erst einmal. Schon langsam. Sehen wir uns um. Und es ist qualitativ wieder sehr hochwertig. Es sieht echt gut aus. Okay. So eine Bombenunterhose ist, glaube ich, nicht wirklich geil. Ich werde die Hintertür nehmen. Ich die Fenster. Okay. Sehen uns drin. Okay. Schön vorsichtig. Bewegt den Zeiger auf das Ziel, bevor die Zeit abläuft. Oh Gott, nein, es ist noch mit Zeit. Okay, warte. Ja. Okay, das ist sehr strange. Oh Gott, ich hab Angst. Ich krieg das schon hin. Partner suchen oder untersuchen. Und das war's mit vorsichtig. Okay, konzentrier dich. Tom! Tom, er ist hier drin. Vorsichtig. Passt auf, nicht, dass da irgendwo eine Falle ist. Halt! Hände hoch, los! Eine Mehrheit... Euren Zeiger zum Schießen auf das Ziel. Denkt nach, bevor ihr schießt. Ihr müsst das Feuer nicht eröffnen. Oh Gott, okay. Au. Hände hinter den Kopf, nicht bewegen! Ich schieße. Der hat sich umgedreht, ich hab's genau gesehen. Er hat sich umgedreht. Das war richtig. Oh mein Gott. Nein! Hilfe! Oh nee, oh nö! Oh Gott, warum hab ich das getan? Entschuldigung, warum ist... Der kann sich selber retten, der kann sich... Nein, Tom! Der lebt noch. Der lebt noch? Heute Abend fand die Jagd auf den Trapper ein Ende. Polizisten des 3. Distrikts verhafteten den Hauptverdächtigen, Jonathan Finn. Finn wurde im Zusammenhang mit einer Reihe abscheulicher Morde, die die Stadt erschütterten und die Leben von Polizeieinsatzkräften forderten, gesucht. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Meine Damen und Herren, der Angeklagte Jonathan Finn ist schuldig. Es gibt keinen Zweifel. Sie müssen jetzt nur noch über seine Strafe bestimmen. Mein Partner ist wegen dir und mir tot. Der sogenannte Trapper Killer hat unsere Gemeinde mit einer brutalen Mordserie terrorisiert. Er hat seine Opfer mit Fallen präpariert, sodass mutige Polizisten selbst zu Opfern wurden. Einer dieser Helden war Officer Tom Nelson. Der starb, als er und seine Partnerin den Mann verhafteten, wegen dem wir hier sind. Jonathan Finn hat gestanden. Und zwar jedes einzelne dieser Verbrechen. Warum? Weil er hofft, sie sehen ihn als Menschen, als ihren Mitmenschen. Doch das ist nur ein weiterer der perfiden Tricks des Trappers. Man darf ihm nicht trauen. Er hat eine listige, verdorbene, bösartige Ader. Und nichts, was er sagt oder tut, wird das je ändern. Daher fordere ich die Bestrafung in vollem Umfang des Gesetzes. Nicht weniger als die Todesstrafe. Danke.
Jonathan Finn, für die Verbrechen, derer Sie sich schuldig machten, verurteile ich Sie hiermit zum Tod durch die Giftspritze. Verhandlung geschlossen. Okay. Das hat doch irgendein Nachspiel. Ich rede eigentlich nicht gerne in Dialoge. Ich weiß nicht, wann die anfangen zu reden. Tippt auf das Logbuch-Symbol in der App, um den Handlungsverlauf, Charakterbiografien und entscheidende Momente, die die Geschichte beeinflussen, anzusehen. Okay, wenn ich die Zeit dafür habe, 5 Jahre danach. Ich bin Ray Weaver und ihr hört The Crawl. Beginnen wir den Abend mit unserem hauseigenen Schurken, Johnny Finn, der Trapper. Der Penner sitzt jetzt schon seit 5 Jahren in der Todeszelle. Ihm bleiben nur noch 48 Stunden auf unserem blauen Planeten, also dachte ich mir, hey, kanntet ihr eines der Opfer? Die Leitungen sind offen. Anrufer 1, bitte. Hallo, also, ja, ich meine, meiner Meinung nach können Sie den Wichser gar nicht genug anheizen, oder? Oh, das Kind hat ja wohl Schlimmes erlebt. Aber das ist kein Grund, sich an unseren Jungs hier zu vergreifen. Ja, ich verstehe dich. Aber unsere Cops haben auch nicht gerade den besten Ruf, nicht wahr? Diese Mani zum Beispiel. Beförderung ins Morddezernat, Medaille und das alles. Mani ist ganz oben und dann stellt sich heraus, dass sie jede Menge Dreck am Stecken hat. Manipulierte Beweise, schlechte Führung, wer weiß was noch? Verdammt, man weiß eben nie, wer zu den Guten gehört. Guten Morgen zusammen. 2 neue Unbekannte am Wochenende. Wir sammeln rote Namen auf dem Brett. Und ich muss sagen, ungelöste Fälle dienen nicht gerade dem Ruf, den wir uns hier aufgebaut haben. Setzen Sie Mani, die Magierin, darauf an. Sie ist gut darin, Sachen verschwinden Blödes zu lassen. Arschloch. Detective Calvary, ich überhöre das einfach. Wegtreten. Hey, beachte Calvary gar nicht. Seit dank ihm die interne Ermittlung gegen dich läuft, spielt er den Moralapostel. Ich blende ihn einfach aus. Wirklich? Alles okay? So, da bin ich wieder. Nicht wirklich oder der Typ ist ein Arsch. Ganz kurz, die Biografien. Die Polizistin Mani und Nelson wurden zu einer Sichtung des Trapper-Serienmörders gerufen. Jonathan Finn gestand die Trapper-Morde und wurde im Bezirksgericht verurteilt. 5 Jahre später geht Becky ihrer Arbeit im Morddezernat nach. Und dann haben wir noch Biografien von Becky, Bill, Daniel. Oh, warte mal, wir haben die meisten hier noch gar nicht gesehen. Oh, ich bin ruhig. Dann haben wir Schicksalmomente, das war die Festnahme vom Trapper. Und wir haben Regeln. Oh Gott. Ach, wir können auch suchen mit dem Handy. Okay, das ist ganz cool. Die Kamera wird sicherlich zum größten Teil aus sein, aber bei solchen Sachen hier würde ich sie jetzt einfach mal anlassen. So, also, das sieht so unfassbar gut aus. Der Typ ist ein Arsch, nicht wirklich. Also, ich bin verärgert gerade, deswegen mache ich... Weil das hat bestimmt einen Grund. Es wäre besser, wenn Calvary von einem sehr hohen Dach springen würde. Ich würde Abstand halten, bis der Ermittlungsscheiß überstanden ist. Gib ihm bloß kein Futter. Er hat ja recht. Er hat recht. Ja. Detective Mani, kommen Sie kurz rein? Toller Arsch, Schatze. Tollen Arsch, Schatze. So. Hören Sie, Mani. Ich sollte nicht zu laufenden internen Ermittlungen sagen, aber es beeinflusst meinen besten Detective. Tut mir leid, Sir. Hey, nicht entschuldigen. Sind ein guter Cop. Ich bin mir sicher, dass Sie den Tatort nicht absichtlich beeinträchtigten. Die Fakten werden das zeigen. Danke, dass Sie an mich glauben, Sir. Manchmal scheint es, als hätten wir keine Wahl, aber die haben Sie. Verstanden? Ja, natürlich. Ich will es glauben. Aber der Trapper wird in 48 Stunden hingerichtet.
Es ist schwer, dafür verantwortlich zu sein. Bleiben Sie dran. Wieso soll das schwer sein? Das war doch eigentlich das... Ich meine, der hat so viele Leute ermordet. Hallo? Und ist für den Tod eines Polizisten verantwortlich. Auch als... Ne, es war gar kein Unfall. Es war schon... Ja, mein Gott. Aufgewühlt, ich habe immer noch Schuldgefühle wegen Tom. Abschätzig, ich freue mich auf seine Hinrichtung. Ja, Popcorn! Ich würde hier aber wirklich aufgewühlt nehmen. Ich würde es wieder tun. Aber nächstes Mal würde ich meinen Partner nicht draufgehen lassen. Officer Nelsons Tod war nicht umsonst. Ich war daran schuld. Ich allein. Wenn der Trapper im Jenseits ist, kann ich vielleicht endlich wieder schlafen. Ich hoff's. Ich hab eine Fahrkarte. Nachricht erhalten. Ich bin unterwegs zu deinem Klienten. Tut mir leid, dass ich nicht da bin. Ich freue mich nicht drauf, Finn ohne seine Anwältin zu treffen. Ich weiß. Danke, dass du so schnell zu ihm gehst. Er hat nicht mehr viel Zeit, oder? Nein, hat er nicht. Sollte ich irgendwas wissen? Er kann eine ziemlich harte Nuss sein. Strategie ist alles. Super. Irgendwelche Tipps? Sprich mit ihm über Adam Jones. Wer ist Adam Jones? Lass ihn es erzählen. Hast du einen Plan? Ich weiß, wie ich kriege, was ich brauche. Ich werde es mir anhören. Ich muss nochmal sagen, das sind ja hundertprozentig wieder echte Schauspieler. Es sieht so gut aus. Es ist so krass, wie weit wir mittlerweile sind. Ich bin noch jemand, der ist wirklich mit für euch heute Retro-Spiele aufgewachsen. Das ist einfach unfassbar. So, Entschuldigung, muss ich einfach mal loswerden. Zynisch, ich werde es mir anhören. Ich weiß... Die ist optimistisch, dann habe ich gerade irgendwie das Gefühl, dass es gleich auch schwieriger wird. Ich mach mal zynisch. Wenn er wirklich was zu sagen hat, werde ich es mir anhören. Ich melde mich. Danke. Okay. Da ist der Guten Tag. Hallo. Ihre Anwältin sagt, Sie hätten mir was zu erzählen. Stimmt, aber Sie werden mir nicht glauben. Niemand tut das. Früher gab ich Gott die Schuld für alles. Für Las Palmas? Das Waisenhaus? Da waren bloß Kinder. Wir vertrauten ihnen. Aber ich habe ihnen vergeben. Gott lehrt uns zu vergeben. Wenn ich draufgehe, dann nicht als Lügner. Dann sagen Sie mir die Wahrheit. Miss Graves, ich habe niemanden getötet. Glauben Sie, Adam Jones ist für diese Morde verantwortlich? Oh, ich glaube es nicht. Ich weiß es. Wer ist er? Adam war mein bester Freund im Waisenhaus. Er hat sie umgebracht. Ich bin tatsächlich jetzt gar nicht skeptisch. Ich bin halt auch als Spieler jetzt gerade wirklich neugierig. Und das sieht die ganze Zeit so aus, als würde ich gar nichts machen, aber ich spiele wirklich mit dem Handy gerade. Das ist so voll, als ob ich hier nur sitze und mitkommentiere. Okay, Neugierig, ich höre. Ich will's auch hören. Bin ganz Ohr. Ich brauche aber noch mehr Infos. Adam und ich, wir haben viel durchgemacht. Schweiß zusammen. Adam lief weg. Ich nahm Drogen. Nachdem ich da raus war, war ich nur noch high. Ein paar Jahre später, vielleicht auch Jahrhunderte, wer weiß das schon, fand Adam mich irgendwie im Internet. Er hat geschrieben und den alten Scheiß aus dem Waisenhaus aufgewühlt. Er meinte, er wüsste, wie wir uns rächen könnten. Also machten wir einen Deal. Ich gestehe alles, er wird nicht verdächtigt. Ich gehe ein paar Monate im Knast und dann zack. Trapper schlägt wieder zu. Und ich weiß nicht, ich war ja hier. Macht Sinn, oder? Wie praktisch. Praktisch? Praktisch war, dass Vater Rominski ein Waisenhaus führte. Ein Fuchs im Hühnerstall. Sie können sich nicht vorstellen, was da los war. Das Spielzimmer. So nannte er es aber. Ich glaube, er war der Einzige, der da drin Spaß hatte. Wurde es nicht entdeckt? Nein. Sie können es sich selbst ansehen. Ich weiß noch nicht mal, ob das Waisenhaus noch steht. Ich will es sehen. Also ich will dahin. Und wo ist er? Adam, jetzt? Keine Ahnung. Und wie finden wir ihn? Einen Anhaltspunkt? Ich wüsste wo. Wo? Es ist nicht, eine Karte zeichnen wäre besser.
Bekomme ich eine Schatzkarte? Klar. Also ich vertraue ihm gerade viel zu sehr, das weiß ich auch selbst. Ich will dir jetzt die Geschichte von diesem Waisenhaus hören. Ich hatte so eine schlimme Kindheit. Ja, ja, ich weiß, aber eigentlich macht's... Also das, was er gerade sagte... Sein Kumpel hat offensichtlich die Morde aber jetzt nicht... Also mit den Trapper, ne? Regulär sollte er ja dann fein raus sein. Er ist jetzt 5 Jahre in der Todeszelle gewesen und wird jetzt hingerichtet. Und was ist? Sein Kumpel hat ihn quasi im Stich gelassen, nur war... Ich verstehe es einfach nicht. Irgendwie will ich sarkastisch machen, aber ich will natürlich auch das Vertrauen, das er eventuell in uns hat, jetzt nicht kaputt machen. Wollen Sie mir wirklich vertrauen? Das heißt, die Feder sei mächtiger als das Schwert. Süß. Mein Gedächtnis lässt langsam nach. Ich müsste selbst wieder dorthin. Boden unter den Füßen spüren, Duft riechen. Mal angenommen, das ist die Wahrheit. Keine Chance. Nee. Okay, ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Ich würde sagen, nee, sorry, aber geht nicht. Tut mir leid. Keine Chance. Das lassen die Behörden auch nicht zu. Stimmt's? Ich ertrag das nicht! Ich sollte gar nicht hier sein! So sollte das alles nicht laufen! Finn, Schluss damit! Das ist verrückt! Adam sagte, so weit kommt es nicht. Dass ich schon längst draußen wäre, er hat's versprochen! Finn, hören Sie mir zu. Ich suche nach diesem Adam Jones und prüfe das, aber selbst wenn es wahr ist, ist es vielleicht einfach schon zu spät. Tut mir leid. Na, was war denn mit dem Mädchen am Anfang auf dem Bett? Was sollte er damit machen, wenn er doch keine Morde verübt hat?